Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder vom Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Endlich ist es soweit, wir haben die neue Season in Modern Warfare erreicht und zwar ist das Season 3. Wir haben auf jeden Fall neue Waffen bekommen, neue Maps bekommen, einen neuen Battle Pass bekommen und neue Operator und einiges mehr. Das werden wir uns natürlich alles in diesem Video anschauen. Und es gibt natürlich auch in Season 3 Content, der jetzt nicht von Anfang an released wurde, sondern im Verlauf der Season Release wird. Das werden wir uns natürlich auch anschauen. Und bevor es losgeht, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst doch gerne ein kostenloses Abo, da würde mich echt mega freuen. Dann verpasst ihr auch keine Call of Duty Videos. Würde mich echt mega freuen. Wir stehen jetzt kurz vor den 2600 Abonnenten. Also wirklich vielen Dank für den heftigen Support und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Let's go. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was alles im Battle Pass sein wird. Natürlich bin ich gespannt, wann die Waffen freischaltbar sind, beziehungsweise welche Waffe als erstes freischaltbar ist und natürlich, was wir alles Neues haben im Shop allgemein, welche Modis wir vielleicht neu haben. Alex ist back. Let's go. Okay, das erste, was wir sehen, der Hintergrund ist komplett anders. Ich glaube, er läuft gerade über den Damm von der Bodenkrieg-Map. Und ich bin sehr gespannt. Wir gucken uns jetzt erstmal den Shop an, was alles neu ist. Hier haben wir als erstes erstmal den Battle Pass. Dann haben wir noch einige Bundles hier am Start. Executive Armor mit goldenen Waffen. Sentinel auch. Sieht nach einem neuen Operator aus, ist der Operator Azur. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr fresh aus. Dann haben wir das Lights Out Bundle, was auch, ja, halbwegs in Ordnung aussieht. Also kann man auf jeden Fall sich gönnen. Okay, den Namen kann ich nicht aussprechen, aber auch wieder mal ein sehr nices Bundle. Okay, der Rest von den Bundles ist jetzt nicht so spektakulär. So, dann würde ich sagen, holen wir uns direkt mal das Battle Pass Bundle. Let's go. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt alles am Start sein wird. Und, okay, wir springen schon direkt auf Stufe 20, da ich mir das alles freigekauft habe. Wir gehen einfach mal den Battle Pass durch. Wir haben als erstes hier den Alex-Skin. Dann haben wir hier den Jaeger Alex-Skin, der wirklich... Ja, dann haben wir ja das erste Mal in Modern Warfare was für den Warzone-Modus, beziehungsweise extra für den Warzone-Modus. Und zwar ist das ein Skin für das Squad, da wird auf jeden Fall, denke ich, noch mehr kommen. Dann hier ab Level 1 eigentlich relativ unspektakuläres Zeug, eine Desert Eagle, Visitenkarten, Embleme, Double XP, Double Waffen XP, hier eine relativ coole Variante für die Ämter. Dann hier nochmal einen relativ coolen Skin und ja, einige Sachen wieder. Hier die neue Gratis-Waffe, Renetti, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wir werden die Waffe auf jeden Fall gleich jetzt direkt testen in-game. Hier haben wir noch ein paar Visitenkarten, eine Farmers-Variante und wir haben anscheinend noch einen Finisher-Move mit einem Hund. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das aussehen wird. Schmeckt. Und hier ab Level 31 die neue DLC-Waffe, beziehungsweise eine der beiden neuen DLC-Waffen. Und zwar ist das die SKS. Das ist wirklich eine DMR. Also wir haben wieder mal keine Sniper bekommen, was ich ein bisschen schade finde. Bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Zu der Waffe wird natürlich auch ein Video kommen die Tage. Ein neues animiertes Emblem, was auch relativ nice aussieht. Eine neue Variante für die MP5. Nochmal eine Variante für ein Fahrzeug. Und hier nochmal, ja, eine LMG-Variante in Gold. MP5-Variante. FAL-Variante, PP19-Variante, eine Burgertown-Variante von diesem Skin, sieht auch sehr, sehr fresh aus. Bis jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Battle Pass. Hier nochmal eine neue Skin-Variante, sieht auch fresh aus. Hier noch ein Juggernaut-Anhänger, eine Variante für die neue DLC-Waffe, also für die Pistole. Und ja, noch ein paar einzelne Sachen. Hier haben wir nochmal einen Operator-Skin, beziehungsweise eine Variante für den Operator aus der vorletzten Season. Das ist auch cool, dass wir quasi für Operator, die aus dem Battle Pass sind, auch nochmal Varianten bekommen. Und ab Level 100 bekommen wir nochmal Alex und eine Variante für die SKS. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr fresh aus mit diesem Drachendesign hier. Kann man auf jeden Fall machen, ist glaube ich auch eine extra Variante, beziehungsweise dieses Visier ist extra für die SKS geeignet, beziehungsweise extra dafür gemacht. Dann haben wir noch ein Heli-Design und nochmal ein Emblem, ein animiertes Season 3-Emblem. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zu diesem Battle Pass in die Kommentare. Also ich muss sagen, es ist euch schon relativ nice geworden, vor allem im Vergleich zu Season 1 und zu Season 2. Da hat sich das Ganze natürlich schon ein bisschen gesteigert, abgesehen jetzt vielleicht von den Waffen, die jetzt nicht so unbedingt nice sind. Aber der restliche Content ist auf jeden Fall schon relativ gut. So, wir sind jetzt drüber geswitcht in den Warzone-Modus und ihr seht schon, ja, wir haben jetzt Battle Royale 4er, also Quads. Dann haben wir Battle Royale Einzel und Blutgeld 4er, was natürlich auch nice ist. Allerdings hätte ich mir persönlich gewünscht, dass man vielleicht noch den Zweier-Modus bekommt. Ich würde sagen, wir testen jetzt mal direkt die neue Pistole und die neuen Maps und wir sehen uns in der Runde. Let's go. So, direkt auf der neuen Multiplayer-Map, von dem viele gedacht haben, dass es die Map Village ist. Allerdings ist es eine komplett andere Map und ich bin mal gespannt, wie sie sich jetzt spielen lässt. Also sieht auf jeden Fall schon ein bisschen verwinkelt aus. Wir haben hier direkt neue Pistole. Sieht auch ein bisschen aus wie die Grafiker. Kann die Map auch gar nicht einschätzen, wie groß diese Map ist. Okay. Mein Aim ist zwar absolut schlecht, aber ich glaube, wenn man mit der Waffe trifft, ist sie auf jeden Fall sehr, sehr OP. Die Map ist auf jeden Fall eine von drei Maps, die wir jetzt quasi mit Season 3 bekommen haben. Einmal eine Variante von Anya Place, beziehungsweise ich glaube, das ist eine kleine Variante, die werden wir natürlich auch noch gleich testen. Dann haben wir Backlot aus Modern Warfare bekommen und natürlich jetzt noch Horvex Sawmill, also ich kann den Namen absolut nicht aussprechen. Ich weiß nicht, ob diese Map gut sein wird, denn ich habe mir jetzt schon direkt den ersten Eindruck verschafft. Es ist quasi wieder so eine Drei-Wege-Map, was eigentlich ganz gut sein kann, aber wenn die Gegner anfangen zu campen, ist es schon extrem schwierig und er hat mich durch die Wand geholt. Okay. By the way, ist es euch bestimmt schon aufgefallen, dass ich hier diesen anders roten Pickel im Gesicht habe, der mich auch komplett abpackt. Kommt natürlich genau, wenn eine neue Season kommt, wenn ich unbedingt Videos machen muss.
Okay, da unten. Ist auf jeden Fall nice, dass wir eine Pistole bekommen, die wir jetzt quasi von alten Call of Duty auch schon kennen. Lässt sich bis jetzt ganz okay spielen, also für eine Zweitwaffe auf jeden Fall stabil. Und zur Map muss ich sagen, ja, schwierig, ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn die Gegner anfangen zu campen, ist diese Map sehr, sehr schwierig zu spielen. Und ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal direkt die anderen Maps und sehen uns wieder in der Runde. So, jetzt Team Deathmatch auf Anya Incursion. Das ist quasi eine kleinere Variante von Anya Plays. Ich glaube, die Map ist jetzt nicht wirklich sonderlich verändert worden, einfach nur ein bisschen kleiner gemacht worden, damit man sie auch als 6 gegen 6 Map spielen kann. Bei der Map bin ich natürlich auch wieder gespannt, ob sie sich langfristig spielen lässt, denn in 10 gegen 10 war das schon echt extrem schwierig, da irgendwie Gegner zu finden, beziehungsweise es war einfach so wenig Action. Das, was wir jetzt bis jetzt alles bekommen haben, ist natürlich nicht alles, was wir in Season 3 bekommen werden. Wir werden natürlich im Verlauf der Season noch einige Dinge bekommen. Unter anderem bekommen wir die Multiplayer-Map Hearted aus MW3. Ich hoffe einfach, diese Map wird gut, denn in MW3 war es einer der besten Maps. Ich glaube, sie könnte den MW-Multiplayer auch wirklich gut tun. Und da es einfach wirklich eine schlicht gehaltene, gute Map ist, die wir jetzt auch schon aus alten CODs kennen. Ich glaube, wenn die Map so kommen wird, wie sie damals war, wird es auch auf jeden Fall eine gute Map sein. Und wie gesagt, wir bekommen noch eine neue Gunfight-Map, die eigentlich relativ so aussieht, als wäre sie quasi in Atlas Superstore. Deswegen wird es vermutlich einfach nur so ein Ausschnitt von Atlas Superstore sein, den man quasi als Gunfight Map dann hat. Oder wie es in den anderen Seasons noch war, bekommen wir im Verlauf der Season noch eine neue Waffe. Oh! Und was noch im Verlauf der Season kommen wird, ist Gunsmith Custom. Was heißt quasi, ihr könnt eure Waffenvarianten untereinander kombinieren. Wenn ihr zum Beispiel von der MP7 einen coolen Griff habt, den ihr jetzt zum Beispiel kombinieren wollt mit einer anderen Variante, die einen coolen Lauf hat, könnt ihr das Ganze anscheinend ganz easy machen. Bin mal sehr gespannt, wie das aussehen wird, ob man da wirklich so coole Waffen bauen kann, ob man da so viele Freiheiten hat. Allgemein würde ich euch raten, wenn ihr euch den Battle Pass holt, spielt ihn wirklich bis zu Ende durch, dass ihr quasi Level 100 seid. Und dann habt ihr quasi in der nächsten Season den Battle Pass komplett gratis, was auch sehr, sehr nice ist. Beziehungsweise ihr könnt einfach 10 Euro draufzahlen nochmal wieder und habt dann direkt noch 20 Stufen dazu, was sehr, sehr nice ist. Anya Plays ist eigentlich wie erwartet relativ unspektakulär. Ich glaube, ich kann hier einfach bis zum Rundenende stehen bleiben, ohne dass hier irgendwas passiert. Ich glaube nicht, dass Anya Plays eine Map sein wird, auf die man sich jetzt irgendwie groß verlassen kann, dass dort Action ist. Die meisten sitzen dann irgendwie trotzdem im Spawn. Aber immerhin eine neue Map und eine kleine Variante von Anya Plays. So, Talzik, Backlot, eine Map, die wir zu gut kennen aus Modern Warfare, beziehungsweise aus Modern Warfare Remastered. Schmeckt. Sie haben nicht eine Leiter gemacht, dass man da hoch kann. Wieso? Bin ich ganz sicher, ob man damals hier oben aufs Dach konnte. Ich glaube nicht. Natürlich, die ersten Runden am Anfang sind immer ein bisschen schwierig. Man muss sich so ein bisschen zurechtfinden, wie die Map wirklich im Vergleich zu damals aufgebaut ist. Aber das Design von der Map ist schon sehr, sehr nice und... Digga, was ist das für eine riesige Waschmaschine? Ich habe allerdings jetzt schon direkt die Befürchtung, dass die Map auch sehr, sehr schwierig zu spielen sein wird. Es gibt natürlich hier auch wieder extrem viele Möglichkeiten, in der man campen kann und auch einfach irgendwie die Gegner up-aimen kann. Und das ist schon ein bisschen belastend. Wo ist er denn? Komm. Komm, Riley. Gönn dir. Nein! Du Hund. Ich werde so lange zocken, bis ich irgendjemand mit dem Hund vollstreckt habe. Okay, hier müsste gleich einer kommen. Komm schon, ich muss ihn vollstrecken. Lauf vorbei, lauf vorbei. Jetzt, komm, Riley. Nein! Es ist schon wieder derselbe. Es ist schon wieder derselbe, der mich killt. So viel auf jeden Fall zu Backlot. Vom Design her relativ cool. Allerdings, ich weiß nicht, wie gut diese Map sich spielen lässt, denn in Modern Warfare ist ja auch ein großes Problem, dass wir viele Camper am Start haben. Viele Leute aimen einfach ab durch Skill-Based Matchmaking, da man quasi fast nur gleich gute Gegner trifft und das Resultat meistens daraus ist, dass quasi irgendjemand anfängt zu campen und dann ist die ganze Lobby schon direkt versaut. Deswegen, Skill-Based Matchmaking muss weg. Einfach. Jeder wird diesen Skin nehmen. Oha. Komm, jetzt. Da das eigentlich relativ gut in meinem vorletzten Video geklappt hat, habe ich mir überlegt, ich mache quasi wieder so ein Hashtag, beziehungsweise will das regelmäßig einführen, dass ich quasi am Ende des Videos einfach irgendeinen Hashtag einbaue mit irgendeinem Satz, aber natürlich nicht immer direkt am Ende des Videos. Ich versuche das aber auf jeden Fall jetzt regelmäßiger zu machen, irgendeinen Hashtag, der vielleicht zum Video passt, beziehungsweise allgemein irgendwie... zur Situation passt. Und da ich jetzt hier diesen dezenten kleinen roten Punkt auf der Stirn habe, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich in dieser Folge einfach mal Red Dot, weil es auch passend zur Situation ist. Also falls ihr das Video bisher hinschaut, schreibt gerne mal den Hashtag Red Dot in die Kommentare, damit ich weiß, dass ihr das Video bisher hinten geschaut habt. Müsst ihr natürlich nicht, alles nur freiwillig. Aber im letzten Mal hat es eigentlich relativ gut geklappt, beziehungsweise ist auch relativ gut angekommen, glaube ich. Digga, wo bist du? Saftig. Komm jetzt. Jetzt, komm Riley, gönn dir. Let's go. Der... schmeckt. So, das wäre es jetzt auch von dem Video zu Season 3. Also wir haben 3 neue Maps bekommen, 2 neue Waffen, brandneuen Battle Pass, also die Sachen im Battle Pass. Fazit dazu ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Die Operator, die wir bekommen haben, auch sehr, sehr nice. Natürlich auch cool, dass wir Sachen für den Warzone-Modus bekommen haben. Bei den Maps bin ich noch ein bisschen kritisch. Natürlich cool, dass wir Backlot bekommen haben. Lass einfach die Maps noch 1-2 Tage auf mich wirken und guck dann einfach, wie sich diese Maps spielen lassen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu Season 2 in die Kommentare. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr zu den beiden DLC-Waffen noch ein Video sehen wollt. Oh Leute, wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um keine Modern Warfare-Videos zu verpassen.
Und Leute, das wär's von mir. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.